Ali, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge unser erstes Portal gebaut. Ich bin sehr, sehr stolz. Wir können jetzt mal die Kennung... Ja, was nehmen wir denn mal? Hauptbasis? Obwohl, ist ja auch doof. Wir nennen es einfach mal erstmal Basis. Können wir ja später immer noch umbenennen. Wir werden ja wahrscheinlich im Laufe der nächsten 800.000 Folgen mehrere Portale bauen. Und jetzt müssen wir nämlich gleich nochmal gucken. Wir haben diese Kerne gebraucht und 20 Edelholz. Die Augen haben wir ja mehr als genug. Das ist alles noch normales Holz. Weil wir brauchen natürlich noch ein zweites Portal, sonst macht das alles keinen Sinn. Deswegen setzen wir uns kurz ans Feuer. Snacken uns noch was rein. Gehen nochmal eben eine Runde Edelholz sammeln. Kerne müssten wir ja noch genügend haben. Und dann würde ich sagen, auf zur neuen Basis. Oder noch nicht neue Basis, aber bald neue Basis. Jetzt ist es Feuer aus und jetzt... Ah, ich verstehe das mit dem Feuer nicht. Das ärgert mich wirklich. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, was ich falsch mache, dann gerne immer her damit. Aber es regnet nicht, es ist genügend Holz drin. Und trotzdem geht es einfach mal so aus. Ich weiß auch nicht. Nun ja, wir gehen jetzt erstmal kurz hier hoch und holen uns den uralten Skill. Macht sich ja eigentlich ganz gut, wenn wir Holz sammeln. Ach, ich freue mich, wenn das alles mal voll ist mit den Dingern hier. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Weiß nicht, können wir die jetzt wenigstens gleich nehmen? Ja, wir können sie gleich nehmen. Sehr geil. So, dann einmal zack. Und dann Bronze-Axt auf Birke. Und ihr seht, zweimal schlagen. Ach, das ist echt geil. Hoffentlich gibt es sowas mal noch für Spitzhacken. Ich hoffe es wirklich sehr, dass es da ein Skill gibt, dass das schneller geht. Also für Erze abbauen, ihr wisst schon, was ich meine. Weil das ist wirklich ein Krampf. Ich habe es schon 1 Million Mal gesagt und ich werde es noch 1 Million Mal sagen, aber es ist halt wirklich einfach ein Krampf. So, was hatte ich gesagt? 20 Edelholz? Was haben wir denn jetzt? 20 Edelholz. Hey, läuft doch. Aber wenn wir jetzt gerade den Skill aktiviert haben, dann nehmt's mir nicht übel. Dann werde ich hier nochmal schnell ein, zwei Bäume klein hacken. Wäre ja sonst Verschwendung. Also ich werde jetzt nicht die ganzen 4 Minuten da oben noch vergeuden. Aber zumindest hier mal noch ein bisschen was von dem Edelholz. Ein Bäumchen vielleicht noch. Hier liegt noch eins. Das schnappen wir uns noch und dann geht's wieder zurück. Dann hauen wir uns mal kurz hin. Obwohl ich fast glaube, es wird nicht funktionieren, weil das Feuer nicht brennt. Aber ich glaube, eine Feuer da hinten brennt, wenn ich es richtig sehe. Weiß nicht, ob das nur buggt oder ob ich vielleicht doch irgendwas verkehrt mache. Ach, wir haben zu viel einstecken, ne? Naja, gut. Wir holen uns aber noch schnell wieder Eiktür. Weil wir werden jetzt kurz schlafen, dass es wieder hell wird und dann fangen wir an mal zur neuen geplanten Basis zu rennen. Ja, und da wäre der Eiktür-Skin eigentlich, Skin, genau, sehen wir aus wie ein Hirsch. Der Eiktür-Skill eigentlich ganz gut, aber der braucht ja noch 18 Minuten. Habe ich jetzt nicht dran gedacht. Naja, dann haben wir ihn zumindest, wenn wir uns wieder auf den Rückweg machen. Weiß nicht, was unsere Möhrchen machen. Aber ich glaube, Möhrchen sind größer geworden. Sind die schon fertig? Sie sind schon fertig. Kriegen wir jetzt immer nur eine Karotte oder auch wieder Samen? Achso, wir können nichts weiter tragen. Wir müssen erstmal ganz kurz was loswerden. Uno Momento bitte. Die 2 Kupfer können definitiv weg. Und normales Holz haben wir noch. Da können wir mal schnell so einen Stapel draus basteln. Obwohl, normales Holz wäre eigentlich auch ganz gut, wenn wir unsere Basis errichten wollen. Aber hier haben wir 32. Naja, den Rest können wir uns dann mit der Spitzhacke holen. Also doch. Wir bauen schnell so einen Stapel hier hin. Ah Gott, ist das dunkel hier. So, dann sind wir bei 176 Kilo. Das ist okay. Aber ich glaube, wir kriegen wirklich nur Karotte.
weiß nicht, ob ich jetzt was falsch mache, ob man die, aber was sollte man sonst tun? Kann ich denn jetzt die normale Karotte wieder reinstecken? Aber dann, wir kriegen ja immer nur eine, das macht ja keinen Sinn. Haben wir den Flug noch? Nee, den habe ich nicht mehr einstecken. Hm. Was macht denn das Ding? 15 Ausdauer, 15 Gesundheit und 1 HP. Gar nicht mal so geil, aber ich glaube, wir brauchen das dann noch, um das später weiter zu verwenden. Was liegt denn da oben drauf? Kann es jetzt hier im Dunkeln leider gerade nicht erkennen. Wir haben hier noch Kupfer liegen. Feuer ist natürlich wieder aus. Wie sollte es anders sein? So, dann fix das Kupfer hier noch rein. Wir können hier... Na, ich pack's jetzt mal bei Früchte mit rein. Obwohl wir ein paar... Nee, warte, Moment. Na doch, nee. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Ich hatte jetzt überlegt, dass wir die Möhrchen mitnehmen und die Pilze dafür wegpacken. Aber wir nehmen die Himbeeren mit. Weil vielleicht gibt's ja doch noch einen Trick, wie man daraus wieder Samen machen kann oder sonstiges und dann ärgere ich mich. Warum repariert es nur die Sachen in der Schnellwahlleiste? Nee, das repariert es glaube ich nicht, weil wir die Werkbank hier nicht auf der Stufe dafür haben. Ja, richtig. So, haben wir hier noch irgendwo Platz? Ich packe jetzt hier mal noch schnell das Zeug rein, das und das. Dann kann die wieder da hoch. Das ist soweit okay. Gewicht könnte besser sein, aber... Egal, jetzt brauchen wir bloß noch die Augen, aber wir haben halt schon wieder kein Feuer, ne? Aber ich begreif's nicht, warum? Aber wir haben jetzt den Ausgeruht-Skill. Ich dachte mal, dafür brauchen wir Feuer. Aber schlafen werde ich... Ich kann leider nicht schlafen. Auch das Feuer hier drüben. Ah, jetzt hau ich hier wieder unnötig Holz rein. Ich weiß es nicht, es regnet nicht. Das geht, jetzt geht's an, das ist... Na gut, wir nutzen es mal. Deshalb hatte ich in irgendeiner Folge mal da drüben noch ein Feuer gebaut. Weil das irgendwie teilweise besser anspringt als das andere. Keine Ahnung. Ich muss sagen, wir haben relativ viel Glück mit Angriffen, also. So wirklich einen großen Überfall hatten wir erst einmal und den konnte man jetzt auch nicht unbedingt groß nennen. Ich mir da so Videos von anderen YouTubern anschaue, muss ich sagen, die haben da mehr Pech. So, wir brauchen hier noch ein paar Augen. 6 Stück wären gut. Wir brauchten doch 10 fürs Portal, ne? Nicht, dass ich jetzt zu wenig mitnehme. 10 Augen, genau, und die 2 Kerne noch. Dann haben wir alles fürs Portal. Möchte jetzt nicht unbedingt noch mehr mitnehmen. Ein bisschen Holz haben wir erstmal. Den Rest können wir uns alles dann dort hacken. So, wir müssen mal gucken. Wir müssen hier ganz runter. Es ist ein ganzes Stückchen. Tut mir leid, die Folge wird sehr viel Laufweg haben. Oder, ja, größtenteils aus Laufen bestehen. Aber jetzt so mittendrin in einer Folge einfach einen Cut zu setzen. So von wegen Schnips. Hey, und guck mal, ich bin da. Wir machen hier weiter. Das möchte ich auch nicht. Also... Wenn wir gerade mal auf dem Folgenende zusteuern, dann mache ich es schon mal so, dass ich noch nach Hause laufe. Ihr das ja schon gesehen habt und ich dann die nächste Folge in der Station anfange, aber so zwischendrin jetzt rumschnippeln. Nee, muss alles nicht sein. Und ich finde, mit der schönen Musik ist es auch gar nicht mal so schlecht, mal ein bisschen Ruhe zu haben. Also wir laufen richtig. Und es wird ja wahrscheinlich auch der letzte Weg sein, den wir hierher machen. Weil dann haben wir ja ein Portal. Wir sind eigentlich ganz gut vorangekommen. Wir haben endlich das Bronzeschwert. Ist schon ein paar Folgen her, aber die Bronzeaxt haben wir glaube ich seit letzter Folge. Oder vorletzter Folge, aber ich glaube letzte Folge war es. Das ist schon ziemlich cool. Den Sumpf haben wir endlich entdeckt. Wir machen uns jetzt eine zweite Base direkt am Wasser. Das heißt, wir können dann auch mal anfangen, uns ein bisschen mit dem Schiffbau zu beschäftigen. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Einzige, was ich weiß, ist, dass wir hier irgendwo ein Floß hatten. Wächterstein erfüllt die nahe Umgebung mit einem magischen Siegel, das andere Spieler daran hindert, Gebäude zu errichten oder Türen zu öffnen. Okay,
Brauchen wir erstmal nicht, weil ich spiele alleine. Wo war's denn? Ach doch, wir haben schon mehr. Wir haben Floß und eine Karfe. 80 Bronzenägel ist natürlich hui. Aber das kriegen wir auch alles schon hin. Das ist natürlich cool. Das heißt, wir können sogar zeitnah anfangen, uns ein Schifflein zu bauen. Au, hat aber voll getroffen, ey. Au, du auch. Gibt's doch nicht. Laufen wir jetzt mal hier so durch, dann haben wir zumindest das Stück Gebiet noch aufgedeckt. Ach, jetzt haben wir hier noch so ein Nest. Geht weg. Das ist wirklich Wahnsinn, ne? Man sucht die Dinger und findet sie nicht. Und wenn man dann keinen Bock drauf hat, kommen sie ohne Ende. Ja, ist ja auch ein bisschen Ziel des Spiels, dass wir die Karte soweit auch noch aufdecken. Und die wird noch riesig sein. Ihr seht's. Huch. Deswegen ist es ja auch gar nicht so ganz unnütz, hier immer mal ein bisschen durch die Gegend zu laufen. Und vielleicht finden wir ja irgendwann mal unseren Karren wieder. Das Kupfer? Noch schnell markiert. Dass ich das dann mal noch in Ruhe sammeln kann. Also mit den Portalen muss ich finden, finde ich echt mega geil. Ich habe das relativ spät erst mitbekommen, dass das machbar ist im Spiel. Ist noch gar nicht so lange her, als ich da das erste Video mal drüber gesehen habe. Ganz ehrlich, gerade bei so einer großen Karte. Das ist wirklich Gold wert. Ja, dann müssen wir mal schauen, wenn wir uns dort eine Basis errichtet haben. Und eventuell noch die Kupferrüstung, weil die hätte ich schon ganz gerne noch vorm Sumpfland. Dann können wir uns eigentlich mal wirklich aufmachen ins Sumpfland und so langsam aber sicher uns dem dritten Gegner oder Endgegner widmen. Ich weiß gar nicht, ich glaube danach kommen dann die Berge, also die kalte Region. Irgendwas kommt da noch, aber ich habe es leider vergessen. Ach, ich freue mich so. Das sieht so geil aus hier. Haben wir hier noch? Ne, hier hatten wir schon geguckt, ne? Ja. Wollte bloß nochmal schnell gucken, dass ich keine... Wow, ganz schöner Wellengang. Dass ich keine Bienenstöcke verpasse. Die können wir mal kurz schlagen, die kleinen. Ja, ganz schöner Sturm. Ich hoffe, wir können ja trotzdem durchschwimmen. Ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, dass wir hier zu unserer schönen Gegend kommen und in dem Moment das Wetter so umschlägt. Aber naja. Gibt Schlimmeres. So, jetzt lasst mich mal kurz gucken. Wo müssen wir denn hin? Und das? Hä? Kam mir gerade ein Feuerstein geflogen? Muss ich mir dann in der Aufnahme nochmal angucken. Bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe nicht hundertprozentig hingeguckt. Ich dachte erst, das ist eine Möwe. Ja, vielleicht durch den Wellengang angespült. Könnte natürlich sein. So, jetzt müssen wir einmal hier durch, ne? Aber vielleicht lieber von da drüben. Hier ist zum Glück etwas ruhiger. Deine Nixe schwimmt mit uns mit. Und auch das Schwimmen wieder verbessert. So, dann sind wir gleich da. Ich freue mich. Dann Portal hierher und dann probieren wir das einfach mal aus. Ich hoffe mal nicht, dass die Dinger eine Abklingzeit haben. Aber ich würde gern einfach einmal hinbeamen und einmal zurück. Hatten wir das schon? Doch, das hatten wir schon gesehen hier. Glaube ich zumindest.
Habt das gesehen? Ich wollte jetzt mit dem Schild Frisbee auf den Gräuling. 89 Schaden mit dem Bogen. Haben wir Feuersteinpfeiler einsteckt? Ah, okay. Wollte schon sagen. So dolle Pfeffer, das doch. Ah, sonst nicht rein. Bam. War keine Chance. War zwar jetzt ein bisschen Pfeileverschwendung, aber. Wir sind ja mittlerweile hier im Spiel keine armen Leute mehr. Da kann man auch mal ein bisschen verschwenderisch sein. So, wir sind da. Meine Portal können wir ja eh dauerhaft wieder abbauen und hinbauen. Das heißt, es ist erstmal ziemlich egal, wo wir es hinräumen. Ich würde es jetzt erstmal hier mit so daneben basteln, dass wir hier erstmal alles haben, was wir brauchen. Weil wir müssen so oder so erstmal planieren. Das wird eine ganz schöne Scheißarbeit. Die Steine müssen ja auch alle weg. Aber wir kommen halt nicht drum herum. So, Basis hatte ich es genannt. Nicht verbunden. Warum nicht? Ah, dauert nur einen Moment. Geil. So, wir probieren es mal aus. Das erste Mal teleportieren. Müssen wir einfach nur durchlaufen? Ah, okay. Was für eine hochauflösende Animation. Zack, und wir sind da. Und es geht sogar relativ schnell. Wieder zurück, bitte. Da, ein paar Sekunden dauert es, aber es ist noch okay. Cool. Und so schnell kann es gehen und wir sind einfach wieder hier drüben. Das macht uns alles einfacher. Jetzt ist die Frage, wo fangen wir denn mal am besten an? Also ans Wasser würde ich halt, wie gesagt, schon gerne. Das heißt, hier müsste es losgehen mit dem Planieren. Ja, das wird auf jeden Fall ganz schöne Scheißarbeit. Ich finde die Dinger eigentlich ganz cool. Was ist das? Das ist auch ein Stück Stein. Also das würde ich vielleicht sogar stehen lassen hier, das Gebilde. Aber der Rest müsste halt natürlich weg. Dann lasst uns hier mal schnell die ganzen Holzwurzeln wegballern, weil die sehen nicht schön aus. Aber wenn wir uns das Ding hier mit in die Basis bauen, ist doch eigentlich cool. Mal gucken, vielleicht machen wir uns eine kleine Feuerstelle rein. Könnten wir jetzt schon tun. Was fehlt denn uns? 5 Steine. Naja, das kriegen wir doch hin. Wie viele Schläge brauchen wir denn für so ein Ding? 2, 3. Ach du Scheiße. Das kann ja mal richtig spaßig werden. Hä? Ich hab doch gerade. Ach, war nur 4 Steine, alles klar. Ah, das wird auf jeden Fall eine ganz schöne Scheißarbeit. Muss mal gucken, ich werde ein bisschen was jetzt im Let's Play machen und dann aber auch wieder relativ viel außerhalb. Weil das will sich ja keiner angucken, wie ich hier stundenlang die Steine wegprügel. Aber ein bisschen was müssen wir auch hier mit dem Let's Play machen, da kommen wir nicht drum herum. So, hey, sieht doch geil aus, oder? Mir gefällt's. Ich weiß nicht, das kleine Stück hier, ob wir das noch wegkloppen oder lassen. Ich lasse es jetzt erstmal. Aber dann haben wir doch definitiv was ziemlich Geiles in der Basis, was man sich so nicht einfach bauen kann. Ja, und jetzt müssen wir halt mal überlegen mit dem Planieren. Das ist halt immer so, ihr wisst, es ist meine Lieblingsarbeit. Und ich habe natürlich auch das Werkzeug dafür nicht mit. Warum auch? Aber dank Portal natürlich gar kein Problem. Dann gehen wir jetzt nochmal zurück. Holen uns schnell das Werkzeug. Dann sind wir auch schon wieder an dem Folgenende leider angekommen. Und dann gucke ich mal, ob ich es schon schaffe, vor der nächsten Folge hier ein bisschen weiterzumachen. Dass der Boden etwas gerader wird. Wir können auch mal eben schnell nach unseren Schweinis gucken. Nicht lecken. Die sind alle ganz schön hungrig. Wir haben die Pilze weggeschmissen. Komm, wir füttern die noch schnell. Weiß halt nicht, ob die verhungern können. Das wäre äußerst schlecht. Ach.
Da war auf jeden Fall wieder kein Dirk Nowitzki am Start. So, da haben wir eins. Da haben wir noch eins. Die sind ja mittlerweile schon... Oh, die haben nochmal Liebe gemacht, ne? Wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4 große, ein kleines. Stark. Aber es werden halt auch immer mehr Pilze. Wir müssen auf jeden Fall mehr Pilze sammeln. So, hier, esst euch. Satt. Ja, dann danke ich euch erstmal fürs Zuschauen. Wie gesagt, nächste Folge, vielleicht schaffe ich schon was drüben zu bearbeiten, was Boden und Steine und so angeht. Ansonsten machen wir halt erstmal noch eine Folge so und dann danach mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Morgen 19 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin, macht's gut.